Ich weiß ja nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Ich habe seit Sommer 2023 keine neue Podcast-Folge mehr aufgezeichnet und veröffentlicht. Das lag nicht daran, dass ich keine Podcasts mehr aufnehmen wollte. Ganz im Gegenteil, ich habe mir einfach zu viel vorgenommen. Wie das eben so ist. Dann bleibt eine Sache eben auf der Strecke. Wenn man zu viel macht, wenn man es zu groß macht, wenn man Ziele hat, die man nicht realisieren kann. Und ich hatte immer diesen Gedanken im Hinterkopf. Conny, du solltest einen Podcast aufnehmen. Conny, zeichne einen Podcast auf. Conny, mach jetzt, komm, mach jetzt. Und ich habe es immer wieder vor mir hergeschoben. Und immer wieder war was anderes wichtiger. Kommt dir das vielleicht bekannt vor, nur in einem anderen Kontext? Lass uns drüber reden. Auf die Plätze, jetzt wird gehandelt. Komm schon, du es, mach es, denn hier wird nicht gechillt. Es wird aufgestampft und fleißig gestrampelt. Alles ist gut, baby, shake to the beat. Wir kennen das doch alle. Wir wollen etwas, wir haben ein Ziel, wir wollen etwas umsetzen und irgendwie schiebst du es immer wieder vor dir her. Du machst es dann doch nicht, du machst es dann doch nicht. Und ich weiß, dass das im Kontext Training einfach viel zu oft vorkommt. In meinem Fall war es jetzt im Kontext Podcast. Wie habe ich das gelöst? Was habe ich getan? Ich bin mit mir selbst ins Zwiegespräch gegangen und sagte mir, Conny, mach doch das, was du lehrst. Mach doch das, was du die ganze Zeit erzählst, setz es doch selber mal um. Denn wenn du etwas nicht machst, dann hat es einen Grund. Du willst es, aber du machst es nicht. Dann ist es zu viel. Es lähmt dich. Es ist zu groß. Brich es runter auf eine Größe, die schaffbar ist. Wenn das Ziel zu groß ist, dann machst du es nicht. Wir reden hier wieder einmal von den Prozesszielen. Brich es runter auf eine Einheit, die du umsetzen kannst, die sich gut anfühlt, bei der du dir vorstellen kannst, ja, das kriege ich hin. Ich habe mich gefragt, okay, wie muss es sein, damit ich es schaffe, wieder regelmäßig Podcasts aufzuzeichnen? Ganz einfach. Mach's kürzer, mach's kleiner. Ich habe realisiert, keiner bestimmt, wie lange ein Podcast sein muss. Keiner sagt, dass ein Podcast immer 60 Minuten dauern muss. Eine Folge muss nicht einmal 30 Minuten lang sein. Nur weil es länger ist, heißt es noch lange nicht, dass es mehr Wert hat. Also eine kurze, knackige Episode, die es auf den Punkt bringt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, welches Podcast hörst du dir eher an? Eines, wo du schon vorher siehst, das dauert 60 oder 90 Minuten, oder eines, wo du dir denkst, ah ja, 10 Minuten, ja passt, das schaffe ich auf dem Weg zur Arbeit. Oder auf der Rückfahrt, nachdem ich die Kinder im Kindergarten abgesetzt habe. Oder eben mal nebenher, ah jetzt schäle ich noch schnell die Kartoffeln, hau mir die Kopfhörer rein und hör mir dieses 10-minütige Podcast an. Das, was ich dir immer vermittle, mach deine Trainingseinheiten kürzer, effizienter, damit du sie auch machst, regelmäßig. Genau das gilt auch für mich. Im Kontext Training gelingt mir das, da bin ich das schon gewohnt. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich das im Thema Podcast nicht umgesetzt habe. Und es hat echt ein paar Monate gedauert, bis es mir aufgefallen ist. Wir reden wieder mal von der Kraft der Mikrodosis. Gerade als Mama hast du nicht einmal Zeit, alleine für dich in deinem Kopf zu sein, in Ruhe nachzudenken, oder? Kaum mit dir Zeit alleine zu verbringen. Du wirst ständig gebraucht. Es wird ständig an dir gezerrt. Und wenn das mal nicht der Fall ist, also wenn deine Kinder schlafen, dann gehst du auch nicht gleich ins Bett, obwohl du wahrscheinlich müde genug wärst, weil du möchtest einfach noch Zeit mit dir selber verbringen, weil du diese Dosis Me-Time brauchst. Einfach auch, um wieder bei dir anzukommen, bei dir in deinem Körper anzukommen. Das kann sich auf Dauer sehr frustrierend anfühlen, weil dein Fokus ist immer außen, es wird ständig an dir gezerrt. Du hast ständig die Aufmerksamkeit nicht auf dich gerichtet, sondern auf deine Kinder, auf andere Lebewesen, auf andere Menschen gerichtet, damit es denen gut geht. Du brauchst aber kurze Einheiten, bei denen du nur bei dir bist, bei denen du sein darfst. Fakt ist nämlich, dass das Nervensystem aus dem Gleichgewicht gerät, wenn du den Kontakt zu dir und vor allen Dingen den Kontakt zu deinem Körper verlierst. Eben dieses Gefühl, nicht mehr so wirklich im eigenen Körper zu stecken. Und das passiert eben, wenn man Kinder hat. Das ist ein Stück weit normal. Dein Fokus ist eben nach außen gerichtet, permanent. Du kümmerst dich dauernd darum, was andere brauchen. Du brauchst also deine Mikrodosis. Und wie gesagt, dieses Prinzip ist nicht nur anwendbar auf Training, sondern auf jeden anderen Lebensbereich. Das funktioniert in jedem Kontext. Damit ist gemeint, dass das, was dich am Leben hält, was dir hilft, bei dir anzukommen, in kleinen, aber effizienten Dosierungen kommen darf. So widerstandsfrei und beständig wie nur irgendwie möglich. Widerstandsfrei, damit ist gemeint, dass es in dir keine Widerstände auslösen darf oder nur ganz wenig Widerstände. Es soll überschaubar sein und nicht erdrückend. Die Vorstellung, eine Stunde Krafttraining zu machen, ist mit Sicherheit viel erdrückender und lähmender als die Vorstellung, jetzt einfach eine 10 bis 15 Minuten Trainingseinheit zu absolvieren. Für mich ist die Vorstellung,
ein einstündiges Podcast aufzuzeichnen, total lähmend. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Wenn ich aber hingehe, mir ein paar Notizen mache, ein paar Bullet Points, aha, ja, über dieses Thema rede ich jetzt, 10 Minuten, passt. Kein Problem, kriege ich hin. Dann mache ich das regelmäßig, dann mache ich das immer wieder. Und es hat trotzdem einen Wert. Auch kurze Trainingseinheiten haben einen Wert, wenn sie effizient sind und wenn sie geplant sind. Und wenn sie regelmäßig wiederkehren. Du brauchst also deine Mikrodosis. Ich habe ja nichts gegen längere Trainingseinheiten. Ich liebe das. Früher liebte ich es, mich zu verausgaben und am nächsten Tag mich schon fast mit meinen Kolleginnen zu messen, wer jetzt am meisten Muskelkater hat. Da haben wir uns immer ganz stark und unbezähmbar gefühlt. Das geht mit Kindern nicht mehr, zumindest bei mir nicht. Ich musste schon vor einiger Zeit mein Leben so umgestalten, dass es nicht mehr wird, sondern alles, was ich brauchte, um zu überleben, damit es mir gut geht, in kleinen Dosierungen in meinen Alltag einzubauen. Und für mich persönlich ist Training, Bewegung absolut überlebensnotwendig. Ohne das gehe ich ein wie eine Blume, der du kein Wasser mehr gibst. Die Frage ist, was ist es für dich? Ich empfehle dir natürlich, Training in Betracht zu ziehen, weil ich einfach weiß, wie gut es für dein Nervensystem ist. Aber vielleicht gibt es noch etwas anderes, was dich am Leben hält, was du in Mikrodosierungen in deinen Alltag einbauen kannst, damit es dir gut geht, damit du ausgeglichener bist, damit dein Nervensystem sich regulieren kann. Abgesehen von Training ist für mich eine sofortige Belebungsmaßnahme Musik. Es ist aber nicht einfach nur Musik einschalten. Weil wenn meine Kinder daneben sind und spielen und schreien und vielleicht sogar streiten, wenn ich dann Musik einschalte, dann ist es nur noch mehr Chaos in meinen Ohren. Das geht gar nicht. Ja, dann geht es mir nur noch schlechter. Was ich brauche meine Bubble. Meine Blase, wo ich den auditiven Input selbst bestimmen kann. Und alles andere muss kurzzeitig auf Mute, also stumm geschaltet werden. Sogar meine Kinder. Die wissen das auch mittlerweile. Die wissen, wenn Mama ihre Kopfhörer reinmacht, die kündigt es an, die braucht es, damit es ihr gut geht, dann ist sie für ein paar Minuten einfach offline. Also ich sage denen das, Mama braucht jetzt kurz eine Pause, Mama macht jetzt die Kopfhörer rein, ich bin in 5 Minuten wieder für euch da. Manchmal tanze ich dann auch dabei. Oft reicht ein einziger Song. Ich mache meine Kopfhörer rein, meine Noise-Canceling-Kopfhörer natürlich, ich drehe die Musik auf und schalte alles andere ab. Das ist sehr, sehr kraftvoll, gerade in den Momenten, wenn die Kinder zum Beispiel, ja, kommen gerade aus der Schule, ihr Nervensystem ist auch im Eimer, sie schreien, sie streiten, manchmal schreien sie auch einfach während dem Spielen, das ist mir dann einfach zu laut, das stresst mein Nervensystem. Punkt. Und bevor ich schlechte Laune kriege und mein Nervensystem auch den Bach runtergeht, mache ich das. Weil es ist ein Lärm, kann man sagen, den ich mir bewusst ausgesucht habe und der mich nährt und der mein Nervensystem wieder ausbalanciert. Das muss nicht für jeden funktionieren. Was ich damit sagen will, es ist eine Form, die Strategie der Mikrodosis im Alltag anzuwenden. Kontexttraining. Wenn ich hundemüde bin und eigentlich kein Training machen möchte, ich aber weiß, dass es mir gut täte, weil ich mich am nächsten Tag besser fühle, gestalte ich mein Training manchmal spontan um, beziehungsweise plane ich mir von vornherein Trainingssnacks in meine Woche, die ich in Anspruch nehme, wenn ich wenig Energie habe. Manche Trainings sind länger, manche sind kürzer. Ich habe zum Beispiel aktuell ein 10-Minuten-Klimmzug-Snack in meinem Trainingsplan, weil ich meine Klimmzüge verbessern möchte. Ich aber auch weiß, dass sie nicht besser werden, wenn ich sie nicht mache. Und es muss nicht immer eine mega lange Workout-Session sein, nach der du dann auf allen Vieren in dein Bett kriechst. Wie sieht jetzt so ein Snack aus? Nehmen wir mal das Beispiel von meinem Klimmzug-Snack. Ich aktiviere meinen Oberkörper, indem ich 10-mal die Schultern aktiv rotiere und 10-mal aktiv und passiv hänge, also mich an meine Klimmzugstange oder an meine Ringe hänge und nur die Schulterblätter absenke und anhebe. Ich mache 5 Sätze, a 5 Klimmzüge pro Satz. Zwischen den Sätzen mache ich einfach Pause. Das Ganze nimmt in etwa 10 bis maximal 15 Minuten in Anspruch. Du kannst auch einen Unterkörpersnack machen. Aktiviere deinen Unterkörper, deine Hüften, indem du einfach 10-mal eine Glute Bridge machst, 10 Goblet Squats, also Kniebeuge mit einem leichten Gewicht vorne in der Hand, dann noch ein paar Hüftrotationen im Stehen und dann geht's los. Dann machst du 3 Sets, a 10 Romanian Deadlifts und 3 Sets, a jeweils 10 Split Squats pro Seite. Und fertig. Ich habe kürzlich einen Schultersnack kostenlos veröffentlicht, weil ich immer wieder nach Übungen für eine bewegliche und schmerzfreie Schulter gefragt wurde. Den habe ich gratis veröffentlicht, den findest du auch jetzt noch auf meiner Website unter dem Menüpunkt Freebies. Hol ihn dir und probier es aus. Mach das einmal pro Woche und du hast gesunde und bewegliche Schultern. Es muss nicht immer groß und umfangreich sein. Es kann klein und simpel sein. Teste mal, ob das für dich funktioniert und lass mich gerne wissen, wie es dir ergangen ist. Mit feuriger Seele, deine Conny.
genau so sieht es aus. Hol die Hantelstange raus und dann legen wir auf und dann wackelt das Haus. Der Bizeps steht längs unter Strom, die Hantel wird zum Mikrofon. Der Schweiß, der rinnt, das T-Shirt klebt, wie das doch gleich die Stimmung. Auf die Plätze, jetzt wird gehandelt. Komm schon, tu es, mach es, denn hier wird nicht gechillt. Es wird aufgestampft und fleißig gestrampelt.